Okay, in der Finalhöhle. Wo befindet sich denn die? Wahrscheinlich auch hier auf der letzten Insel. Heißt ja Finalhöhle. Das Finale. Da hat man, glaube ich, auch wieder so ein kleines Wortspiel rumgemacht. Finalhöhle. Bitte hier meine Pokémons. Und danach, nachdem wir uns das letzte geschnappt haben, kümmern wir uns um die Schutzpatronen. Das geht ja relativ zügig dann, glaube ich. Hoffe ich, glaube ich, weiß ich. Biete ich drum. So. Jetzt ist die Frage, wo ist verdammt nochmal die Finalhöhle? Ruinen der Heimkehr. Auf jeden Fall nach Pony müssen wir sowieso. Ja. Weil da gibt es ja noch diese... Da gibt es noch irgendwie was. Da hat der Rotom immer mir darauf hingewiesen. Da gibt es noch irgendwo ein Palast oder sowas ähnliches. Wo man dann gegen starke Trainer antreten kann. Das hier ist der alte Pfad. Also sagen wir nur den Kennen. Und was war hier rechts? Ruinen der Heimkehr. Ach, guck mal an, wer da ist. Hallo Philipp, alles klar bei dir. Bist du beim Sammeln der Kerne und Zellen von Zigarde weitergekommen? Ein Zigarde im Optimum Form. Ich bin mir nicht sicher, du weißt es einzusetzen. Wenn du zu Mitgarde beschäftigt warst, haben wir uns über den Z-Ring schlau gemacht. Ist schon irgendwie seltsam, dass wir uns hier in einer Region so weit entfernt von Carlos über die Mega-Entwicklung unterhalten. Aber wir sind Trainer. Anstatt hier langweilige Reden zu halten, zeigen wir dir am besten mal, was es damit auf sich hat. Es ist jetzt Zufall, dass sie mir jetzt gerade in den Weg laufen. Der Dexio hier. Mit seinen fünf nervigen Pokémon. Okay, Sienna. Ich habe den Stan gerade vorne. Ich glaube, es ist jetzt kein dummer Zufall, dass die uns hier begegnen. Alter, das wird ein Two-Hit. Und meins nicht mal annähernd. Und wir sind heute nur 3 Level Unterschied. Nein, Lars soll rein. Lars soll bitte rein. Und das Sienna wird schneller sein. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Boah, was ist denn das? Ey, Feenattacken sind so gemein. Aber richtig gemein. Ein Zauberschein von einem Sienna. Das macht es so noch stärker, ey. Spukball, Zauberschein, Psychokinese. Du kannst bald nicht mehr nach den normalen Schwächen gehen, habe ich das Gefühl, ey. Vor allem, es ist ja auch so schnell. Das wird immer noch schneller sein. Ja. Ah, immerhin überlebt es Raichu gerade so. Tschüss. Verschwinde hier, ey. Mein Gott, Spukball. Jedes Pokémon kann mittlerweile jeden Scheißdreck, ey. Wenn mir das Lashoking schneller ist, dann fresse ich einen Besen, ey. Dann hast du eine Flinkklaue, ey. Dann hast du eine verdammte Flinkklaue. Es reicht nicht mal knapp für einen Two-Hit. Und die Attacke ist sehr effektiv. Das tut weh. Raub, direkt Raub. Tschüss. Vor allen Dingen, warum kommt denn mir hier entgegen ein Raichu? Ich tippe mal auf ein normales, oder? Nein, okay. Wo hast denn du das her? Wieso war das klar? Da
Dadurch reicht das auch natürlich nicht. Donnerblitz. Niedlicher Schaden. Ja gut, ich bin sehr hoch im Level. 30 Level drüber. Es soll eigentlich nur zum Fangen da sein. Das müsste neutral sein. Ja, aber ich habe noch ein Psycho-Pokémon. Bleibe. Habe nur den Kampftyp dazu bekommen. Auch interessant. Psycho-Kampf, finde ich. Auch geile Kombo. Metagross. Ach du Kacke, ne. Hätte ich mal so gerne richtig geiles Pokémon. Metagross ist so geil. Raub. Das ist sogar sehr effektiv, glaube ich. Mittlerweile, ja. Da kommt der Sternenhieb. Locker überlebt. Aber 30 Level. 30 Level Unterschied. Metagross ist geil. Ach, der Reflektor und ein Simsala. Das könnte schneller sein. Auch bei 30 Level, ja. Auch bei 30 Level bin ich mir ziemlich unsicher. Aber bei dem Spiel traue ich mittlerweile alles zu. Ey, Mega-Ring. Okay. Ach, das ist ja noch ein niedlicher Schaden. Raub. Ja, es ist schneller. Krieg ich von dir einen Megaschein oder wie soll ich das verstehen? Ja, das sollte reichen. Jo. Alter, hätte ich ihn den Megaschein abnehmen können. Wenn ich es vorher gemacht hätte. Boah, dann ist Raub fies. Oder auch Abschlag ist dann fies. Meine Pokémon haben das Beste gegeben. Gib mal einen Megaschein, komm. Oder ne, den Mega-Ring ist das, ne? Der Trainer hält den Schlüsselschein und dem Pokémon gibt man den Megaschein zum Tragen. So kann man sein Pokémon während eines Kampfes eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Wenn ich mit dem Z-Training auskennst, bin ich sicher, mit Sicherheit, dass du einen Schlüsselschein einsetzen und damit den Megaschein die entsprechende Reaktion entlocken kannst. Wenn du also einen Schlüsselschein hast, kannst du ein Pokémon den Megaschein eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Als klassisches Geschenk? Ja! Oh, ich bekomme den Megaschein neu geschenkt. Nein, danke, ich gucke, das ist leider auch noch okay. Und danke. Jetzt will ich mal gerne, was wir gar nicht beides einsetzen. Ah, ne, geht ja gar nicht. Mit Hilfe des Z-Rings kann ein Trainer dem Pokémon seine Gefühle vermitteln und ermöglicht es, ihn an ihre Z-Kraft einzusetzen. Man sollte meinen, dass man damit also auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ciao, Abschied nehmen. Tschüss. Ach, hätte man das vorher gewusst. Dass die hier auftauchen. Okay, jetzt haben wir den Schlüsselschrein. Ich glaube, deswegen hat man die zwei hier auch eingebaut, hauptsächlich. Damit man auch Mega-Entwicklungen durchführen kann. So, dann einmal bitte heilen. Und dann wollen wir uns langsam mal auf den Weg machen. Nach Pony. Zum... Wie heißt die Finalhöhle? Zur Finalhöhle. Aber das muss ja schon fast da sein. Als anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Fliegen wir doch mal direkt dahin. Vielleicht erwartet mich ja was dort. Gut, wenn ich da Pony bin, dann bin ich im Pony da oben. Ruin in der Heimkehr. Ach ne, hier ist nur das, stimmt, das Herrscher-Pokémon war hier. Ja, ach, Herrscher-Pokémon. Das. Ja, der Schutzpatron. Okay, dann bin ich jetzt leicht überfragt. Wo ist denn dann die Finalhöhle? Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe gerade gesagt, Z-Attacke braucht ja auch ein Item. Also man macht es nur noch über das Item.
Das ist es ja. Man kann gar nicht beides machen. Ach, gegen dich habe ich noch gar nicht gekämpft. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Jetzt machen wir noch ein paar Trainerkämpfe zwischendurch auch noch. Gegen so einen Sammler. Hier sogar hast du nur zwei Pokémon. Ach, das Pokémon. Drache Feuer. Das haben wir noch gar nicht begegnet. Ist die Mondgewandte nicht neutral? Ich glaube, ja. Ich glaube, die ist neutral. Ja. Warte, Level 43. Ey, komm. Bitte geh nach Hause. Shenlong. Das Pokémon kennen wir schon. Normal Drache. Warum normal? Warum normal Drache? Warum muss eigentlich fast dieses neue Pokémon zwei Typen besitzen? Ist auch mittlerweile so eine Angewohnheit, habe ich das Gefühl. Hauptsache zwei Typen Pokémon. Das ist halt auch mal interessant. Immer zwei Typen. Warum nicht nur Drache? Kann ich hier hoch? Ja, tatsächlich. Das ist der Wald von Pony. Aber davon habe ich nichts. Nur so ein Zigadewürfel. Das werde ich aber nicht machen. Hier gibt es nur der... Oh, ich muss gegen dich kämpfen. Ja, ich muss gegen den kämpfen. Okay, der will den Weg ja noch nicht gemacht haben. Gehört es jetzt quasi mit dazu. Zum Ass-Trainer. Der liebe Sven fordert mich heraus. Kniefisch, das ist Wasser-Pokémon. Ich glaube, Wasser-Psycho sogar. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Kannst du gerne machen. Hier kriegst du meine Mondgewalt ab. Dieser kleine Fisch ist schneller. Das geht gar nicht. Deswegen machen wir jetzt die Wasserdüse, die hoffentlich reicht. Was war denn das für eine Fähigkeit jetzt? Das war jetzt nicht in Ordnung. Das fand ich jetzt gar nicht in Ordnung. Damit ich mir eine Runde sparen können. Und auch vor allen Dingen Schaden einsparen können. Reitschalten Level up. Ein Knogger. Gut, Wasserdüse wäre da jetzt nicht sehr sinnvoll. Ganz und gar nicht. Haha! Null Situation. Zieht aber ordentlich ab. Aber wieso setzt du eine Notsituation ein? Das macht so keinen Sinn. Also ein Fokusgut oder sowas. Dann hätte es nämlich Sinn gemacht mit der Notsituation. Das sagt mir nichts. Ich glaube, das ist ein Flug-Pokémon, oder? Ja, genau. An das hatte ich gedacht. Ansonsten nichts. Eischrei ist sehr effektiv. Okay, dann nehmen wir den. Was ist denn das für eine Attacke? Okay. Komische Attacke, freier Fall. Jetzt ist aber die Wasserdüse ein. Wasserdüse! Damit bist du down! Prioritätattacken sind schon was Nices, ja. So, dann haben wir den auch besiegt. Okay, wo bin ich jetzt? Ebene von Pony. Ne, in den Busch will ich nicht. Ich will nur hier dran. Und da will ich mal sehen, wo es hier weitergeht. Nein, das sind nur Tipps beim Trainer. Hier sind mir so viele Pokémon. Okay, hier geht es hoch.
Hier geht es nach links, hier geht es dann auch noch hoch, okay. Also ich würde uns mal stark vermuten, da rechts geht es auch direkt weiter. Wartet mal. Na, ah, natürlich ist es bis in dem Augenblick natürlich links und nicht rechts. Wieso war das so klar? Oh, Nariyama. Boah, du bist aber schnell. Du bist dann aber schnell gewesen. Von links nach rechts. Du bist doch nicht gerade schwach. Mit Level 54. Das Pony-Blumenmeer? Nein, da will ich nicht hin. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich hier noch nichts erforscht habe.